Willkommen in der Mercedes-Benz Arena, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. VfB Stuttgart gegen Union Berlin. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Hier ist die Aufstellung des VfB Stuttgart. Sehr flexible Formation heute bei Ihnen, ne? Ja, ein 5-3-2, also erstmal ein Riegel hinten und dann umschalten. Und da sind die Außenverteidiger gefragt. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Frederik Renault ist im Tor. Diogo Leite spielt mit Robin Knoche in der Verteidigung. Genki Araguchi steht gemeinsam mit Rani Khedira auf den zentralen Positionen. Und sie gehen mit zwei Stürmern in diese Partie. Auf die wird es heute natürlich ankommen. Die sollen die Tore machen. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Da kommt der Pass. Pfosten, immer noch gefährlich. Sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. Nicht der Führungstreffer in dieser Szene. Das Gestänge verhindert das Tor. Es hat nicht viel gefehlt. Das wird sie ärgern. Vielleicht bekommen sie gleich die nächste Chance. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Jetzt die Ecke. Gut gemacht. Absolut sicher bei dieser Ecke. Gut den Ball abgefangen. Becker. Er hält drauf. Auf ihn ist Verlass. Gute Parade. Jetzt der Eckball. Armada. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Tor für den VfB Stuttgart. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tores, da ist die Flanke und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. 7. Rani Khedira. Schiedsrichterin lässt weiterspielen. Vorteil. Becker. Das hat er nicht gut gemacht.
Gieselmann. Sie holen sich den Ballbesitz. Erneut jetzt der Ballverlust. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Sibacö. Haraguchi. Ball läuft gut jetzt. Er schießt. Ah, toll gehalten. Wow, das war schon eine Riesenparade. Das wäre der Ausgleich gewesen. Aber wir sehen, der Druck ist da. Der Drang zum Tor. Da zieht er ab. Gehalten. Stark gemacht. Gelb gibt es ja auch noch. Grund war diese harte Aktion eben. Die Ecke kommt. Machen sie halbherzig. Das könnte sich hier rächen. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Die Balleroberung. Exzellentes Pressing. Gleich gehen wir in die Pause hier in diesem Spiel, in dem die Gäste derzeit knapp hinten sind. Der Rückstand ist knapp, ein Tor ist es, eigentlich alles drin, aber es ist bisher noch nicht die gewohnte Leistung. Sie müssen zulegen, müssen endlich gefährlicher werden, sonst wird es schwer, den Sieg zu holen. Sie verteidigen erstmal den Ballbesitz. Und klasse durchgesetzt. Ja, das ist ein Foul, das hat die Schiedsrichterin natürlich richtig gesehen und ich glaube, dafür kann man fast auch eine Karte geben. Für das Foul sieht Knoche hier die gelbe Karte. Freistoß kommt. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Ball ist weg. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Der Treffer lag in der Luft. Er kann gerade noch klären. Sie laufen diesen knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Da schießt er. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Eck in den Strafraum. Erstmal geklärt. Genki Haraguchi.
Den Ball hat er. Da ist die Flanke. Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschluss. Den musst du erst mal rausholen. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Kurze Ecke. Ball kommt rein. Da ist das Tor und damit erhöhen sie ihren Vorsprung auf 2 Tore. Die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst die kurze Ecke und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Rani Khedira. Gieselmann. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Da ist der Schuss. Gute Aktion vom Torhüter. Ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Jetzt wechseln sie hier aus. Wichtig! Er holt den Ball. Und der Ballverlust. Sosa. So sei es das. Schön durchgesetzt. Er verhindert die Flanke. War das eng? Sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Sie holen sich den Ball. Klasse Pass. Das war eine knappe Kiste, aber egal, sie liegen vorne. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Wechsel bei Union Berlin. Nicht mehr im Spiel. Die Nummer 24. Genki Haraguchi. Neu auf dem Feld. Die Nummer 19. Yannick Haar. Robin Knoche. Rani Khedira. Weg ist der Ball. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Ball erobert erstmal. Gut durchgesetzt, gefährlich. Ganz knapp vorbei.
Wir hören den Schlusspfiff. Für die Gäste ist es heute also eine Niederlage geworden. Sie müssen sich weiter verbessern. Das war bei dieser knappen Niederlage heute nicht zu übersehen. Und ich bin sehr gespannt, wie der Coach im nächsten Spiel reagiert.